Was geht ab, Freunde? Da bin ich wieder. Ich habe heute Frühdienst, es ist Samstag. Ich habe heute einige Patienten abzuklappern. Darunter ist die Barbara, der Thorsten, der Heiko, die Lotti. Und dann dachte ich, ich mache daraus einen Vlog. Ich nehme euch mit. Wir checken mal die Lage ab, wie es den allen so geht. Und ja, dann melde ich mich nachher, ne? So, Freunde, das hier ist mein Auto. Da habe ich meine Handyhalterung, falls ich während der Fahrt Aufnahmen mache. So, auf jeden Fall, was ich euch kurz erwähnen wollte, ist, ich habe vor ein paar Tagen versehentlich mein Eiweißshake hier auf den Boden gekippt. Und ich muss euch sagen, das war echt ekelhaft. Das hat richtig gestunken nach faule Eier und sonst was. Und ich habe jeden Tag, als ich immer ins Auto eingestiegen bin, habe ich immer Aggression bekommen, weil dieser Geruch so ekelhaft war. Auf jeden Fall ist das Auto ja sauber und ich kann endlich mit guter Laune wieder weiterarbeiten. So, ich mache mich jetzt auf den Weg und werde euch auf jeden Fall mitnehmen, Freunde. Ba, 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 ba. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich bin da. Ja. An einem wundervollen Samstagmorgen. Aha. Wie geht's dir? Geht ganz gut. Ja? Ja. So, hast du mich vermisst? Ja. Ja, ne? Hab ein bisschen vermisst. Bisschen? Bisschen ist aber wenig. Nein, so viel. Oh. Damit hast du jetzt mich verletzt. Ganz wichtig, erstmal die Hörgeräte. Ich habe für dich Arbeit, das Gesell, das dahinstellen. Okay, also habt ihr gehört, Freunde, ich muss hier was erledigen. Was? Ich rede gerade mit den Leuten hier in der Kamera. Aha. Ich habe denen gesagt, ich muss was erledigen. Ja. Also Freunde, ich melde mich nachher. Freunde, Arbeit erledigt, ich muss leider weiter, ich habe noch ein paar Patienten zu erledigen. Lotti? Ja. Wir sehen uns dann morgen, ne? Ja. Also, bis gleich. So, Freunde, es werden leider immer so Kurzaufnahmen sein. Hätte ich mehr Zeit, würde ich natürlich mehr mit den Leuten sprechen, da sitzen und euch dann halt zeigen, wie ich beispielsweise mit Lotti frühstücke. Aber heute muss ich richtig arbeiten. Aber ich versuche trotzdem jetzt gute Aufnahmen zu machen und euch etwas zu unterhalten, ne? Und das ist das erste Video, wo ich halt alle Patienten, mit denen ich Videos drehe, in einem Video habe. Also, das ist schon ein kleines Highlight. Jetzt sind wir bei der nächsten Patientin. Das ist die liebe Uli. Die kennt ihr mit Sicherheit. Ja. Unsere heiß begehrte Psychologin. Ja. Ist noch ehrenamtlich unterwegs. Richtig. Ja. Ja. Und hast du den lieben Menschen was mitzuteilen? Die lieben dich. Die lieben mich? Ja. Ich liebe alle Menschen. Die finden die positive Art von dir super. Ja. Und wir haben ja ein, zwei Videos gemacht, wo du halt ja die Leute sozusagen beraten hast, ne? Richtig. Genau. Genau. Falls ihr noch Interesse habt. Gerne, ich berate Sie gerne. Sie können fragen, ich antworte, kein Problem. Seht ihr, Freunde? Alles gut. Falls Interesse besteht, schreibt es gerne in den Kommentaren und dann machen wir ein paar Videos, ne? Ja, richtig. Ne? Ja. Nutzt die Chance, ne? Es ist ja schwierig heutzutage einen Termin beim Psychologen zu kriegen. Sehr schwierig, weil durch Corona ganz viele Menschen seelisch gestört sind, ganz ehrlich. Ja. Und da ist, alle sind überfüllt. Alles überfüllt. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, ihr könnt eure Probleme in den Kommentaren reinschreiben oder mir privat schreiben und wir machen daraus ein Video. Genau. Ne? Alles klar, Freunde. Wenn Sie aber nicht an die Öffentlichkeit wollen, kann ich das auch so beantworten. Anonym, ne? Anonym, das genau. Ist okay, ja. Wisst ihr Bescheid? Also bis dann. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu dem lieben Thorsten. Er wird natürlich auch vorgestellt. Gehen wir auf jeden Fall zu dem lieben Thorsten. Er darf auf jeden Fall nicht fehlen, ne? Er braucht immer so ein bisschen, wenn man klingelt. Jetzt ist es Gott sei Dank nicht so kalt. Ja? Habibi, ich bin's. Was geht ab? Freunde, Gott sei Dank ist der Fahrstuhl hier heile. Es gab mal eine Zeit, letzten Jahr, da war der Fahrstuhl, lass mich nicht lügen, 6 Monate kaputt und ich musste dann die ganzen 5, 6 Etagen hoch und runter laufen. Ich weiß, Sport, das tut gut und so, aber wenn ihr dann früh morgens hier seid, so um 6 oder 7 Uhr morgens, glaubt mir, das macht keinen Spaß. Habibi! Habibi! Was geht ab? Immer noch selbe. Ich drehe jetzt gerade ein Video. Ja? Ja. Ich mach kurz den Fernseher leise. Ja. Mach ich dir danach wieder, weiß schon, ne? Wieder laut. Ja. So, ich mache jetzt gerade ein Video. Ich bin im Frühdienst und ich stelle die Patienten vor, die mit mir Videos drehen. Ja. Du gehörst natürlich dazu, mein Freund. Guck. Willst du kurz Hallo sagen? Hi. Das ist der liebe Thorsten.
Das ist die Naschkatze. Guck, 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 guck. Ja, ne? Hast du noch ein paar Worte mitzuteilen? Boah, was soll ich sagen, ne? Immer dasselbe. Immer dasselbe, Freunde. Ne? Auf jeden Fall. Also mittags aufstehen und dann essen und dann wieder her. Und nachher wieder mal sehen, was ich mache. Vielleicht höre ich wieder meine Hörspiele oder ich schlaf oder mal gucken. Auf jeden Fall wird er irgendwas machen, Freunde. Ne? Das ist der liebe Thorsten. Da habt ihr auch mal ein Gesicht. Die meisten von euch kennen ihn. Meistens sehen wir ihn nicht, sondern hören ihn bei den Aufnahmen. Kann es sein, dass ich zitter? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe heute auch so einen coolen Zallermann. Irgendwas auch nicht. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt hier meine Arbeit und gehe zum nächsten Patienten. Alles klar. Ciao. Ach, im Pflegedienst muss man immer arbeiten. Es ist egal, ob es regnet, schneit oder donnert. Die Patienten, die warten auf uns. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu dem lieben Heiko. Von ihm habe ich jetzt bestimmt 3 Wochen, 4 Wochen keine neuen Videos gemacht. Ich bin gespannt, wie es ihm geht. Er kriegt ja schon seit 2 oder 3 Monaten schon seine künstliche Ernährung. Wir können ja mal abchecken, wie sein gesundheitlicher Zustand jetzt aktuell ist. Und dann kann er gleich selber darüber berichten. Ich bin schon gleich da. Und dann sehen wir, ne? Ich bin jetzt gerade bei dem Heiko reingekommen. Er weiß schon Bescheid, dass wir hier gerade bei der Aufnahme sind. Und Heiko! Was geht ab, Habibi? Hallo! Was geht ab? Warte mal, ich dreh mal die Kamera, Freunde. Habibi! Was geht ab? Was geht ab? Du, wir haben ja länger keine Videos gemacht, ne? Die wollen wissen, Update, wie geht's dir? Läuft das gut mit der Ernährung? Ja. Du siehst aber schon kräftiger aus, jetzt ohne Witz. Kann sein, keine Ahnung. Geht's dir aber gut? Ja. Diese Barbara, ne? Oder? Heiko? Die musst du mir mal vorstellen. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Ich bin ehrlich, es ist gemischt. Einige feiern sie, andere finden sie es zu heftig. Also mit den Sprüchen und so, ne? Zu direkt. Nö. Und du fährst voll auf sie ab. Du weißt, dass sie 80 ist, ne? Ja, egal. Ist nicht dein Ernst. Doch. Okay, Freunde, also das ist der Heiko, ihm geht's gut. Den Rest muss ich gleich mit ihm persönlich klären. Ne? Und ja, willst du noch ein paar letzte Worte zu den Leuten hier sagen? Schön folgen. Danke dir, mein Lieber. Also Leute, ich muss jetzt mit ihm klären hier, was er von der Barbara will. Das ist ziemlich merkwürdig. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wird das was. Man weiß ja nicht. Man weiß nicht. Jetzt gehen wir zu der letzten Patientin. Viele von euch kennen sie. Das ist die liebe Barbara, ja, mit ihren anzüglichen Sprüchen. Sie gehört zum Team. Ich mag sie, ich feiere sie, ich komme mit ihr gut klar. Ist natürlich verständlich, wenn andere sagen, das geht nicht, ich würde damit nicht klarkommen. Jeder Mensch ist anders, ich persönlich komme damit klar, ich fühle mich nicht angegriffen. Und ja, ich mag sie wirklich sehr und jetzt sind wir auf dem Weg zu ihr. Ich bin wirklich gespannt, was mich gleich erwarten wird, Freunde. Weil immer, wenn ich hier bin, sind immer ein paar Sprüche dabei, wo ich mir denke, oha. Aber diesmal nehme ich euch mit. Barbara, ich bin jetzt gerade so mit der Kamera unterwegs. Ne? Ja. Ich habe jetzt ein Video gemacht, das ist so ein Vlog, ja, dass ich halt unterwegs bin und ich habe den Leuten Patienten vorgestellt, die sie aus den Videos kennen. Ja. Das sind jetzt 5 Leute. Jetzt wirst du mich aufnehmen. Nee. Das bei dir bleibt spannend. Die kennen die anderen, wie ja, die aussehen. Ja. Ich kenne die nur vom Hören. Ja, richtig. Ja, Freunde, das wird spannend. Also, Barbara, du kannst dich ja ganz kurz vorstellen. Du bist uns hinterbei und du ziehst deine Jacke aus und überhaupt. Ne? Okay, Freunde, da seht ihr, Barbara ist die Chefin. Ich muss tun, was sie sagt. So, auf jeden Fall, Freunde. So, ich bin jetzt, wie gesagt, bei der Barbara. Sie ist schon eine besondere Person, ne? Du haust ja einige Sprüche auch raus. Ja. Sie ist die einzige von den ganzen Patienten, wo ihr noch nicht wisst, wie sie aussieht, ne? Und sie will sich zeigen, aber sie will sich ja natürlich aufbrezeln. Du hast gesagt, du willst ja noch zum Friseur. Ich will am Montag zum Friseur. Montag zum Friseur? Du kannst mich ja abholen vom Friseur, wenn deine Zeit das erlaubt. Ich habe auch ein Gedicht für sie. Hast du ein Gedicht? Ja. Du kannst das jetzt gerne raushauen. Ja, das mache ich auch. Das kriegst du nachher sowieso. Aber das ist von mir. Ja, die hören dich. Du musst ein bisschen lauter reden. Ach so, gut. Das ist so, hier steht das für Smile, das für dich, ne?
Also das Gedicht heißt Später. Ne? Okay. Nicht gleich, sondern später. Ich kannte einen Menschen, der wohnte Tür an Tür. Später, das sagte er immer zu mir. Später, da wollte auch er einmal leben. Da wollte er sogar den Armen was geben. Ich fragte, wann ist später? Da hat er nur gelacht und hat immer nur später gesagt. Dann habe ich in der Zeitung gelesen, später, das war für ihn gestern gewesen. Das hast du für mich geschrieben. Ja, für dich und für alle, die es hören wollen. Und nur ganz kurz, was hat das jetzt für eine Bedeutung, das Gedicht? Das Gedicht, das war... Es darf nicht zu spät sein. Naja, man kann sich denken, was man will, ne? Wenn man was vorhat und nachher ist die Lebensuhr abgelaufen. Und dann, entscheidet ja jemand anders. Also Freunde, kurz und knapp, das ist die liebe Barbara. Okay. Sie brezelt sich noch auf Montag. Und dann machen wir ein Vorstellungsvideo, ne? So machen wir das. Die sind alle verrückt danach, ne? Die ich gehe um 11 zum Friseur. Du weißt, wo der ist, ne? Fernsdorfer Straße runter. Du kannst mich da abholen. Das wäre ganz nett. Ich muss gucken, wie ich arbeite. Um 1 könntest du mich da vom Friseur abholen. Was ich sagen wollte ist, die Leute, die rätseln, denken sich aus, ist Barbara rothaarig? Ist sie schwarzhaarig? Wie sieht sie aus? Die Stimme ist so, ist sie eine Synchronsprecherin, die raten und rätseln und wollen unbedingt wissen, wie du aussiehst. Oder müssen wir Lucky auch noch für sie aufnehmen? Ja, das können wir machen. Nein. Auf jeden Fall, nächste Woche wird es soweit sein, Freunde. Einen Tag werden wir finden und dann... Am besten natürlich den Montag, sonst setze ich schon wieder, hast du nicht gesehen. Auch. Ich muss gucken. Aber ruf du mich an, wenn du fertig bist beim Friseur. Um 1 bin ich fertig. Okay. Also Freunde, das war jetzt so ein kurzer Vlog. Ich habe jetzt euch die Patienten vorgestellt, außer die Barbara. Das kommt noch. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hast du noch ein paar letzte Worte? Ja, alles Liebe. Ich denke an euch. Ne? Das mache ich auch für meine Nachbarn, die mich immer nachts stören. Ich weiß nicht, was die so in ihrem Gedächtnis haben. Aber ich kann ja eins dagegen machen. Inzwischen hat das geholfen. Man sagt ja immer, bete für die Freunde. Du kannst auch für die Feinde beten. Ich bete auch für die Feinde und seitdem haben sie es nachgelassen. Also ihr wisst Bescheid, Freunde. Ciao. So, Freunde, das war jetzt mein kleiner Vlog. Ihr habt jetzt auf jeden Fall alle Patienten gesehen, mit denen ich aktuell die Videos drehe. Ich weiß, ich habe viele andere tolle Patienten, die genauso lustig sind, aber nicht jeder möchte in die Kamera reingucken und sich aufnehmen lassen. Das müsst ihr halt verstehen. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einen Vlog, weil ich hatte heute eine richtig lange Tour gehabt und da waren die Leute auch dabei gewesen. Ja, Freunde, falls ihr weitere Einblicke sehen wollt, falls ihr euch was Besonderes wünscht, schreibt mir gerne, schreibt es in den Kommentaren, damit ich weiß, was für Clips, Videos ich für euch aufnehme. Weil manchmal ist es so bei mir, ich weiß nicht so genau, was wollt ihr sehen, was soll in dem Vlog mit beinhaltet sein. Deswegen bin ich für jeden weiteren Tipp von euch dankbar, dass ich dann ungefähr einen Plan habe, was ich aufnehmen soll im Arbeitsalltag. Vielleicht wollt ihr, wie nennt man es, Q&A, Fragen-Antwort-Videos von mir. Ihr stellt mir Fragen und ich beantworte die euch. Ihr wollt doch bestimmt einige Dinge von mir wissen. Lasst eure Ideen freien Lauf und ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.